Hi Leute und willkommen zurück zu Pikmin 4. Wir sind mitten in einer Strategiebesprechung und haben beim letzten Mal auch einiges gefunden. Zum Beispiel Russ, der da rumsteht. Unser Hund ist gewachsen und wir können jetzt mehr Pikmin an der Oberfläche mitnehmen. Voll gut. So, das Wichtigste zuerst, Russ. Bitte bringe uns auf den neuesten Stand bezüglich der Verbesserung an der Beagle. Ha, mit dem größten Vergnügen, Anführerin Shepard. Die Verbesserungen sind nämlich abgeschlossen. Aha. So, die Beagle verfügt nun über die Fähigkeit, gesammeltes Rohmaterial in vielseitig einsetzbaren Ton umzuwandeln. Mit dieser neuen Funktion ist es nun kein Problem mehr, Objekte direkt vor Ort zu bauen. Sehr gut. Ich weiß noch nicht, wie wir die Funktion nutzen werden, aber das war ausgezeichnete Arbeit. Eine Sache noch, wenn ihr mir Rohmaterial bringt, kann ich mit meinem Labor praktische neue Hilfsmittel und Items herstellen. Okay. Zweifelsohne werden sie bei unseren Einsätzen von großem Nutzen sein. Ah, dann sollten wir also nicht nur Schätze sammeln, sondern auch Rohmaterial. Vorhin haben wir jedoch unseren vermissten Kollegen. Wir verlassen uns auf euch, Sumeragi und Achen. Ah, und es gibt etwas, das ich später mit euch besprechen möchte. Es geht dabei um Achens Training. Diese Strategiebesprechung ist hiermit beendet. Verstanden. Okay. Dann, gehen wir mit dir. Erlaube mir, mich erneut vorzustellen. Mein Name ist Russ. Ich bin sozusagen das Gehirn dieser Mission der Rettungscrew. Aus deinen Rohmaterialien sowie meinen handgefertigten Komponenten kann ich diverse Items und Hilfsmittel anfertigen. Okay, machen wir es nochmal. Ich kann mit Stolz sagen, dass meine Erfindungen unübertroffen sind. Mein zweiter Vorname ist Perfektion. Im Austausch gegen Rohmaterial erhältst du von mir Hilfsmittel. So leistest auch du einen Beitrag zu meiner Forschungsarbeit. Gelegentlich kann ich allerdings die Komponenten aus... Was? Gelegentlich gehen mir aber die Komponenten aus. Also, geschieht dies, besuche das Labor einfach am nächsten Tag. Aha. Nehme ich so eine alte die Hilfsmittel. So. Außen die Horn. Watzmenker. Okay. Aussendehorn. Ach so. Drücke X, um die gewählten Pikmin als Aussenden. Pikmin Art auszusenden. Drücke X wiederholt, um die ganze Truppe auszusenden. Ah, okay. Gerade wenn er schläft, ist ja super geil. Wird direkt überrascht. Okay. Wie viel haben wir denn? 70. Könnt ihr mit Spachtel beides machen? Flammschutz? Aha. Frostschutz. Okay, kann ich mal einfrieren. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Aber ich glaube, ich nehme Flammenschutz. Bisher haben wir eher... Oh, guck mal, wir können durch Feuer laufen. Also ich mache mal das hier auf jeden Fall. Und finde den Flammenschutz auch noch mit. So, wir müssen irgendwie alles mal machen. Frostschutz für Ochin. Aha. So, das gilt für ihn und für uns. Ah, okay. Haha, lass mich... dich bei dieser Gelegenheit über die Verwendung meines Meisterwerks unterrichten, dem Aussendehorn. Eigentlich funktioniert es recht simpel. Drücke einfach X, um ins Horn zu stoßen und deine Pikmin auszusenden. Drücke X einmal, um die gewählten Pikmin-Art oder Ochin auszusenden. Mehrfaches Drücken sendet die gesamte Truppe aus. Wie du siehst, ist dieses Horn unerlässlich, wenn es um Transport oder Kampf geht. War es dann Dori Dynamit sozusagen. Aha. Und das ist auch noch was Neues. Hi. Ah, seid ihr. Einen neuen Planeten wie diesen zu erforschen ist immer gefährlich. Daher sollte Ochin möglichst viele Fertigkeiten lernen. Wenn Ochin so richtig motiviert ist, gibt es nichts, was ihr zwei gemeinsam nicht schaffen könnt. Seid ihr bereit? Denn jetzt beginnt das Training. Okay, trainieren wir doch. So, dann kann das Training losgehen. Das wird seine Zeit dauern und nicht leicht werden, aber ihr schafft das. Lass Ochin alle Fähigkeiten lernen. Okay. Das Wissen über Rettungshundtraining wird in der Shepard-Familie über Generationen hinweg weitergegeben. Du musst wissen, dass Ochin problemlos neue Fähigkeiten lernen kann, wenn er genug Motivation hat. Was er zuerst lernen sollte, hängt davon ab, wie ihr beide bei der Arbeit vorgehen möchtet. Setzt auf Kraft, um euer Transport zu erleichtern, oder trainiert den Hubs, um Kreaturen effektiver zu bekämpfen.
Doch besinnt euch gut auf das Dandori, bevor ihr eine Entscheidung trefft. Denn eine gute Strategie geht über alles. Okay, wir haben Kraft, wir haben Hubs, Sprint. Okay, auf dieser Stufe ist die Aufladezeit etwas verkürzt. So kann auch schon leichter Kreaturenrahmen sich bewegen. Hm. Graben? Das kann er schon, okay. Heilen. Diese Fähigkeit verbessert Otschins Selbstheilungskräfte. Dann ist er verletzt und ruht sich aus, erholt er sich schneller. Okay. Auftrag. Auf dieser Stufe kannst du einen Partner rufen. Ihn zur Basis schicken, sowie die Zielfunktion der Karte verwenden. So, dann können wir ihn von der Basis aus abholen. Ah, kommt nicht eben mehr zurück? Keine Ahnung. Wir nehmen erstmal Kraft. Okay. So, Motivation hat 2. Ja, komm, machen wir nochmal. Kostet ja nicht so viel. Na, sieh an, wer alle Kraftstufen gemeistert hat. Ich wusste doch, dass du das kannst anstellen. Und deshalb darfst du jetzt auch eine noch viel effektivere Fähigkeit lernen. Megakraft. Aha, kostet mich 2, das kann ich mir jetzt nicht leisten. Kostet 2, das kostet 3. Uff. Ja, das war's dann wohl erstmal. So, gut gemacht, Achen. Und hier habe ich die perfekte Belohnung für dich. Für jedes abgeschlossene Training erhältst du einen Knusperknochen. Gib ihn Achen als Belohnung von mir. Ah, das ist jetzt ein guter Moment, um dir zu erklären, wie du Items verwendest. Okay, öffne die Aktion, indem du Y gedrückt hältst. Öffne dann mit Hilfe von dem linken Stick deine Tasche. Dort findest du alle deine Items. Such dir einen heraus, was du gerade brauchst. Okay, dann Tasche. Los, was machen. Hier. Nimm das. Aha. So, gut, dann haben wir erstmal alles. Ich brauch Pikmin. Nehme ich auch noch mit. Bin super. So. Da oben nochmal. So. Ich komme auch wieder. Ist gut. Ich weiß nicht, ob ich die wirklich alle mal einsammeln muss. Glaub ja nicht, aber. Es kann nicht schaden, immer genug Ersatz zu haben. So, wo muss ich eigentlich als nächstes hin? So, ich kann hier machen, was ich will. Es geht hier noch gar nicht auf Zeit. Gut. Das ist natürlich super. Dann lohnt sich das ja sogar richtig. So, wir haben 30. Muss ich auch brechen. Denke schon, ne? Weil hier an sich ist ja nichts. Kann ich auch schon eigentlich darauf jagen? Kann ich, bringt mir noch nichts. Schade. Na gut, dann starten wir die Mission. Hier ist alles bereit. Die Beagle kann starten, wann immer du das Signal zum Aufbruch gibst. Ja. Das sind die Gebiete, die du dir zeigen kannst. Ja, nur der eine. Output 13% erst, uff. Transporttipps. Musst du einen Transport unterbrechen, weil der Sonnenuntergang naht, kannst du das Objekt am nächsten Tag weiter transportieren. Oh, das ist schon mal gut. Also ich kann die quasi abbrechen und dann einfach laufen lassen. Also nächstes Mal wieder hinschicken und so. Dass sie schneller wieder zurücklaufen. Aber bisher haben wir noch gar nicht so viele verloren. Obwohl ich einmal dachte, die verbrennen, aber irgendwie kam dann eine andere
Zwischensequenz dazwischen. So, ich habe noch gerade ein Team ausgesucht. Was soll denn das? Willkommen, willkommen. Wie bereits besprochen, ist Otschin gewachsen. Also habe ich beschlossen, mit ihm heute Springen zu üben. Otschin sollte es nun leichter fallen, sich zu bewegen, sogar wenn du mit Pikmin auf ihm reitest. Wie reite ich denn auf dem? Erstelle ich nehme Otschin und drücke Y, um aufzusteigen. Dann drücke den Knopf erneut, um wieder abzusteigen. Wenn du X drückst, springt Otschin. Das sollte für ihn kein Problem sein, so auf kleinere Anhöhen aufzugelangen. Wenn du nach einem Sprung X gedrückt hältst, dann sammelt Otschin Kraft für einen Sprint. Was? Wenn du nach einem Sprung X gedrückt hältst. Ja, okay. Okay. Rammel etwas mit einem Sprint, um die Pikmin, die sich auf dem Hunderücken befinden, darauf zu schleudern. Oh, das scheint ein guter Vorteil zu sein. Das Springen ermöglicht dir die Erkundung weiterer Areale, während Sprints dir in Kämpfen von großem Nutzen sein werden. Okay, das ist schon mal nice. So, brauche ich die trotzdem nochmal wieder. So, dann mit die Kleinen. Hier brauche ich Material. Na toll. Meiner Analyse zufolge können wir diese nur mit zum Teil fertiggestellte Konstruktion mit unseren Vorteil zu nutzen. Und wenn wir Rohmaterial an der Biegel zu Ton verarbeiten, können wir ihn verwenden, um die Konstruktion fertigzustellen. Erstmal will ich die Items haben. Rohmaterial hat schließlich nur einen Wert, wenn man es auch nutzt. Lass die Pikmin und Otschin mit dem Bau beginnen, sobald du die Konstruktion erreicht hast. Okay, haben wir nicht. So, komme ich jetzt daran. Ist noch irgendwie was? Okay. Oh, hier. So, sagen wir schön mal ein. So, dann kommen wir jetzt auch da hoch, oder nicht? So, aufsteigen. Das möchte ich die Erdbeere da haben. Okay. So, hier wäre noch was. Bestimmt noch aufmachen. So, sammelt die mal. Hier geht es nur wieder runter. Möchte ich gar nicht hin. Habe ich hier noch irgendwas? Untergrund, ja. Gehen wir rein. Fabriklabyrinth. Der Boden bewegt sich. Verzweifelt versuche ich, einen Weg zu finden, doch allein gelingt es mir nicht. Ich frage mich, ob Moss mir in dieser schwierigen Situation behilflich sein kann. Ja, gehen wir rein. Die Eifheim ist gar nicht so schlecht. Fabriklabyrinth, Ebene 1. Ich hoffe, die Erdbeere ist jetzt trotzdem irgendwie da. Keine Ahnung. Oder ich muss sie nochmal sammeln. Das wäre doof. So. Da sind wir. Gucken wir uns doch hier mal ein bisschen um. Was du da oben? Oh nein, das ist gar nicht gut. Du wurdest von Otschin getrennt. Was ist das Protokoll für eine Situation wie diese? Was ist das Protokoll? Wie, was ist das Protokoll? Was hat das Protokoll, soll es wahrscheinlich heißen, oder? Pass auf, Romagang. Du musst dich mit Otschin verständigen und einen Treffpunkt finden. Halte Y gedrückt, um die Aktion aufzurufen. Wechsle dann mit Hilfe von dem linken Stick zu Otschin. Okay. So, Schätze, Zwiebeln, Rohmaterial, Eispigment. Suchen. Okay.
Ja, wandern wir einfach mal hier rüber. Nicht weiter? Na toll. Sollen wir die Fette hin verfolgen? Ja. Komme ich jetzt weiter? Hab schon voll keine Fährte. Das hilft mir nicht. Ja, komm zu mir. Toll, jetzt komm ich hier nicht weg. Sag keinen Scheiß. Okay, toll. Wie gar nichts. Wieso fallen die runter? Na super, wir sterben. Wow. Ich hab Rücken verloren, ja. Ich wusste auch nicht, dass die Inseln runterfallen. Was ist denn mit denen? Sprinte entgegen der Fließbandrichtung. Ja, wie denn? Zu dumm? Hä? Ernsthaft, wie komme ich hier weg? Wie kann der blöde Hund mal zu mir kommen? Hab ich jetzt getan. Abgeschlossen, okay. Okay. Keine Ahnung. Hier ist ein Stern. Kann ich irgendwie hier hinsehen? Nee. Nicht das, was ich brauche. Ich will, dass er hier hingeht. Schließen alle zurück zum Menü. Hä? Nicht das, was ich rüber. Hä? Kann ich hier rüber spenden? Das funktioniert aber nicht. Der blöde Hund kommt ja auch nicht zu mir. Kann ich auch nicht befehligen. Komm nicht zurück. Also ich muss was auf jeden Fall machen. Ich könnte das Ding in den Knochen werfen. Nee, das bringt mir nichts. Okay, okay, dann Auftrag. Schauen wir mal das. Feuerfährte, ja. Was doch da. Was doch da, Viecher? Sammel es. Der hat uns die Fette so gefühlt. Ja. Kannst du aufhören zu bellen? Hol den Scheiß, bring ihn mir. Ich brauch dich. Ich komm ja nicht weg. Ich check's grad nicht. Was soll ich tun? Ah. Zwiebel. Eine Fette zu finden. Ausblenden Aktion. Ach, ich kann ihn selber steuern. Okay. Ah, toll. So, jetzt kann ich hier. Ah, wow. So, jetzt haben wir ein paar Gelbe. Ich habe zwar ultra viel Rote verloren, aber gut, wir haben da an der Oberfläche mehr als genug. So, gelber Pikmin. Das ist eine neue Art Pikmin. Ich werde gleich einmal in Olimars Logbuch nachsehen, ob er etwas über diese Art geschrieben hat. Gelb Pikmin. Ich beschloss, die hellen Pikmin mit ihren Ohren fort
Was? Fortsetzen. Gelbe Pikmin zu nennen. Name gefällt mir deutlich besser als Ohren-Pikmin. Elektrizität macht ihnen nichts aus. Und wenn man sie wirft, fliegen sie sehr hoch. Außerdem können sie gut graben. Voll die guten Viecher. Rethinking über Elektrizität. Das ist ja unglaublich. Woraus bestehen die Pikmin nur? Jedenfalls können sie uns sehr nützlich sein. Aber sei vorsichtig, wenn du sie einsetzt. Wir haben bisher nur sehr wenige. Ja, nichts wie die Roten. So. Aufsteigen. Ich habe auch hier Sprinten. So. Gelb nehmen. Das mal. Irgendwas scheint den Weg zu blockieren. Hilft besser, das Hindernis zu beseitigen. Ja, bin ich bei. Ich würde eigentlich rüber jumpen, aber. So. Na, geh da rauf. So, jetzt kommen sie mit. Ich bin gegen der Fließrichtung. Sprinte. Ja. So. Die Richtung hat sich geändert. So. Das Ding haben wir. Ich auch noch ganz gerne. Was? Tun die da gerade? Dann haben wir das Puzzlestück da auch, wofür auch immer das da ist. Ich hoffe, ihr könnt hier auch noch ein bisschen. Bisschen hinterherlaufen zum Sammeln. Oder bleiben die stehen? Die bleiben stehen, ne? Den Abgrund geworfen. Oh, ich trottel. Ich hab auch nicht die falschen ausgewählt. Oh Mann. Also hier im Abgrund landen sie alle. So, macht mal Sachen. Gute Dinge, dann haben wir euch gleich wieder ab. Was passiert, wenn wir mit unserem Hund da runterlaufen? So, komm mit. Brauch euch. So. Gut, dann haben wir den Kram ja schon mal alles eingesammelt, was wir hier sollten. Dann können wir hier nochmal weitergehen. Ah, dass ich natürlich die Game jetzt irgendwie blöderweise runtergeworfen habe. Wir müssen fortfahren. Auch die Pikmin, die nicht zu deiner Truppe gehören, folgen dir. Ja. So, Ebene 2.
Höhlenerkundung. In Höhlen werden Kreaturen von der Beagle aufgenommen. Im Gegenzug erhältst du etwas Glycerium. Ja, gut, ein paar Monster. So, aber ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss für heute. Gucken uns mal die Katzen hier an und dann hoffe ich, dass wir erstmal soweit ein paar mehr Gelbe kriegen. Gelbe brauche ich. Gut. Wir machen aber erstmal Schluss. Was war der? Ist irgendwo jemand gestrandet? Vielleicht. Na gut, wir machen aber erstmal Schluss für heute und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.